Nun endlich ist es soweit, den ersten Gastreferenten willkommen zu heißen. Ich möchte ihn vorstellen. Es handelt sich um Professor Dr. Konstantin Meil. Er, wie alle übrigen Referenten, die noch kommen werden, ich glaube, jeder würde hier sein eigenes Lied singen. Und ich glaube, jedes dieser Lieder wäre wunderschön. Ich sage euch, woher er kommt. Er hat in der Technischen Universität München sein Studium der Elektrotechnik absolviert. An der Universität Stuttgart hat er promoviert in Wirbelstromberechnungen. Er war Entwicklungsleiter der Antriebstechnik in Bauknecht AG in der Leistungselektronik. Seit etwa 28 Jahren, sprich seit 1986, ist er Professor an der Hochschule Furtwangen im Schwarzwald. Ist auch Professor für elektrische Energietechnik in der Fakultät CEE, Computer and Electrical Engineering. Seit etwa 26 Jahren ist er Leiter des ersten Transferzentrums für Skalarwellentechnik. In Villingen-Schwenningen ist das. Bitte kommen Sie schon mal nach vorne. Herr Dr. Professor Konstantin Meil ist auch Chefredaktor einer wissenschaftlichen Zeitung, eines Journals, eines Magazins, wo sich ebenbürtige Kreuzgutachten hier schleifen gegenseitig mit Wissenschaftler seiner Kragenweite. Hat dann auch noch viele Bücher geschrieben, 20 Fachbücher über Skalarwellen, Potentialwirbel, Neutrino Power. Und so könnte man über den Mann jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde aufzählen. Aber ich möchte es mit dem, was ihn mit uns heute am meisten verbindet, schließen. Er ist auch Dozent, oftmals Hauptredner oder Vorsitzender oder Komiteemitglied auf internationalen Kongressen. So spricht er in China, Korea, USA, Iran, Türkei, Spanien, Schweden, Dänemark, Italien, Österreich, Frankreich, Deutschland, heute zum wiederholten Mal in der Schweiz. Das ist uns ein echtes Vergnügen, Sie hier zu haben. Professor Meil wird über Medienzensur in der Wissenschaft sprechen. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Gutes Gelingen bei Ihrem Beitrag. Herzlichen Dank für die einleitenden Worte. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, für die Einladung auch danken. Ich habe ein sehr schwieriges Thema oder anspruchsvolles Thema bekommen, nämlich das Thema der Medienzensur in der Wissenschaft. Naja, gut, so schwierig ist das Thema gar nicht, denn Sie wissen ja genau, wie das geht. Denn ich kann es in einem Satz zusammenfassen, mein Thema. Die Wissenschaft ist eben überhaupt nicht frei, sondern sie wird über das Geld regiert. Ganz einfach. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Sie wissen, dass das auch in der Politik so geht. Es haben schon mehrere für meine Forschung Anträge gestellt, bei der Politik, bei der EU. Und dann geht das folgendermaßen. Der Politiker sagt, ja, ich gebe das an meinen Experten weiter. Und der Experte, der prüft dann. Und dann wird das also politisch, ob man das denn auch will. Und dann heißt es, nein, also die Experten, die sucht man sich auch aus. Und die bestimmen dann, was letztendlich geforscht wird. Das ist eigentlich so die tägliche Praxis. Ich kann es an einem Beispiel festmachen. Stellen Sie sich vor, man möchte politisch Geld verdienen mit CO2, nur mal als Beispiel. Dann sucht man sich natürlich irgendwelche Experten als Politiker. Und dann gibt es irgendwelche Juristen, die suchen aus, wer dann das Geld kriegt. Und dann stellt sich anschließend der Politiker hin, das könnte auch eine Kanzlerin sein, und sagt, alle meine Experten sind einer Meinung, ich habe nur eine Antwort bekommen, wir müssen das machen. Nicht wahr? Also CO2 ist unglaublich schädlich. Und das, so wird dann eine Meinung, so entsteht die Wissenschaftler helfen mit, sie sind Erfüllungsgehilfe an dieser Stelle. Und ich bin manchmal sehr traurig, dass ich da einer von dieser Garde bin. Aber ich gehöre nun mal dazu, ich bin Beamter. Und als Beamter, da habe ich ja einen Schutz.
Das ist das Grundgesetz in Deutschland. In Österreich, Schweiz gibt es ähnliche Gesetze, Grundgesetze, die eben auch als vorbehaltloses Grundrecht gewährleistet sind. Das wissen wir, so ist die Theorie, so steht es im Gesetz jedenfalls drin. Ich will natürlich da auch ein bisschen aus meinen Erfahrungen plaudern. Ich denke, das interessiert Sie vielleicht auch. Ich fange mal mit einem konkreten Beispiel an. Das ist schon eine Zeit lang her, da ging bei mir die Tür auf von meinem Dienstzimmer. Rektor und Dekan kamen rein und haben gesagt, also diese Vorlesung, Herr Meil, die dürfen Sie nicht halten. Also die Inhalte oder wie immer. Und dann habe ich gesagt, geben Sie mir das schriftlich. Das haben die gemacht. Stellen Sie sich vor, das ist ein glatter Verstoß gegen Artikel 5 Grundgesetz. Das sind Beamte. Ja, die haben auf das Grundgesetz, sind die eingeschworen und die verstoßen dagegen. Irgendeiner muss die schützen. Oder machen sie das gerne? Bestimmt nicht. Vielleicht gibt es ja jemanden, der dahinter steht. Ich meine, das hat sich dann irgendwann rumgesprochen, dass das ja doch ein Verstoß ist gegen Artikel 5. Also heute sieht das so aus, natürlich biete ich die Vorlesungen jedes Semester wieder an über Nikola Tesla. Ich meine, das gehört zu meinem Fachgebiet. Ich bin Professor für Energietechnik und soll Vorlesungen über elektrische Antriebe halten. Und elektrische Antriebe, wissen Sie, der wichtigste Antrieb ist eigentlich schon der Asynchromotor. Und der Asynchromotor ist eine Erfindung von Nikola Tesla. Ich darf über eine Technik reden, aber ich darf über den Erfinder, der die Technik gemacht hat, nicht reden. Ist da eine Logik dahinter? Also es ist schon sehr fragwürdig. Heute macht man das etwas eleganter. Da bekomme ich jedes Semester ein Schreiben vom Dekan. Lieber Herr Kollege, ganz liebes Schreiben. Sie dürfen die Vorlesungen natürlich halten. Selbstverständlich dürfen Sie die angebotenen Vorlesungen, die Sie hier fürs nächste Semester als Wahlfächer angeboten haben, dürfen Sie halten. Ich muss Ihnen nur leider mitteilen, dass die Studenten dafür keine Scheine bekommen. Keine ECTS. Also man kann das auch umgehen, dann ist das kein Verstoß mehr gegen Artikel 5, dann müsste man vielleicht nachfragen, warum, ich erspare mir das. Aber da wird dann gesagt, ja, es ist vielleicht die Kapazitäten nicht da oder irgendwas, also es gibt dann vielleicht formale Gründe. Jedenfalls, so wird das heute in der Praxis gemacht. Also man kann die Wissenschaft wunderbar lenken und wenn es um neue Forschung geht, neue Dinge haben es sowieso immer schwer. Ich kann auch da sagen, ich habe mal einen Antrag gestellt bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft und war dann dort mit lauter anderen Vertretern von Universitäten zusammen. Wir haben alle einen Antrag gestellt auf Potenzialwirbel. Alle haben das Gleiche gewollt. Ich wollte ein bisschen was anderes. Ich wollte die Potenzialwirbel in der Elektrotechnik. Ich war da ein bisschen Außenseiter. Und da habe ich das ein bisschen kennengelernt. Da schreiben am Ende die einen Wissenschaftlern, den anderen Wissenschaftlern die Gutachten, nicht wahr? Eine Krähe hackt da der anderen kein Auge aus, es wird alles schön verteilt und für so einen Außenseiter bleibt da nichts übrig. So ist das. Also kann man diese Forschung nicht machen. Also alles, was wirklich neu ist, das wollen die ja gar nicht. Die wissenschaftliche Welt hat sich sortiert. Jeder macht so seinen Bereich und Hauptsache in seinem Bereich pusht ihm keiner rein. Da kann ich noch viele, viele Storys dazu sagen. Auf jeden Fall denke ich mal, ich muss ein paar Beispiele bringen, wie das abläuft. Und hier hatte ich noch ein Beispiel, eine Ausschreibung. Eine Ausschreibung, die wurde gemacht, hier vom Bundesamt für Strahlenschutz, eine Projektausschreibung 1997. Und ich habe mir gedacht, das ist was für mich, da melde ich mich mal an. Die biologische Wirkung der Strahlenexposition und so weiter, abhängig von Dosisleistung, was weiß ich was. Das sollte alles im Vergleich, verschiedene Dinge waren da angesprochen, das sollte untersucht werden, habe ich gesagt, das ist wahnsinnig wichtig. Denn es war ja zu der Zeit eigentlich mehr die Aufbruchstimmung zu dem Handywahn, den wir heute haben. Und da hätte man ja noch etwas tun können, da hätte man ja noch sagen können, Vorsicht, wir müssen die Geräte entsprechend entwickeln, aber ich habe da keinen Zuspruch bekommen. Ich habe dann im Jahr 2000 mal nachgefragt und auch mal nachgeguckt im Internet und siehe da, das Thema ist überhaupt nicht bearbeitet worden.
Und auf Nachfrage hieß es dann, es war kein geeignetes Institut dabei. Also kann ich nur sagen, mein Institut war nicht geeignet. Das ist der Schluss, den ich daraus ziehe. Und es war also politisch vielleicht auch nicht gewollt, also nicht geeignet jedenfalls. Das bedeutet, dass wenn sowas passiert, dass solche Projekte eigentlich nur zum Schein ausgeschrieben werden. Man will ja eigentlich gar kein Ergebnis. Man tut das, damit die Leute beruhigt sind. Wir haben es ausgeschrieben, es hat halt kein Geeigneter dieses Projekt bearbeitet, natürlich nicht. Und dann ist das eine Beruhigungspille für die Beamten, ja, die das ja auch irgendwo abdichten müssen. Na gut, da ist ja auch vieles passiert. Ich meine, die Strahlenschutzkommission zum Beispiel, die dem Bundestag berichten soll, die hat ja sogar abgestimmt über meine Forschung. Sollen wir die Skalarwellen von Mayl, sollen wir die eigentlich erforschen? Und dann gab es eine knappe Mehrheit, die ja gesagt hat, nein, brauchen wir nicht, haben wir nicht, wollen wir nicht, kostet nur Geld. Und vielleicht verhindert es auch Umsatz, ich weiß es nicht. Die Industrie jedenfalls, Vertreter, die waren natürlich dagegen, ganz klar. Es waren aber auch Politiker dabei und die gucken dann meistens nach dem großen Professor, Wissenschaftler, das war in dem Fall Silny, Professor Silny, und der hat den Daumen runtergehalten und dann haben alle gesagt, oder etwas über die Hälfte gesagt, wir dann eben auch nicht. Aber das ist eine unglaubliche Verantwortung dahinter. Stellen Sie mal vor, dieser Professor Silny hat verhindert, dass der biologisch wirksame und von den Handys abgestrahlte Anteil überhaupt untersucht wird. Müssen Sie sich mal vorstellen. Und das heißt, er hat unglaublich viele Menschenleben auf dem Gewissen. Wird dieser Kollege jemals zur Verantwortung gezogen? Ich glaube nicht. Ja, ich habe damals gesagt, jetzt muss ich was tun. Unsere Studenten, überhaupt der ganze Ausbildungsbetrieb, Wissenschaftsbetrieb sieht so aus, dass man denen einen Trichter aufsetzt, da reinfüllt, was geht und dann anschließend in der Prüfung abfragt, ob sie denn ordentlich auch gespeichert haben und das 1:1 wiedergeben können. Und dafür gibt es die gute Note. Nicht für Kreativität, nicht für was Neues, nein, damit sie diesen Mist wiedergeben können, 1:1. Das gibt die Note. Da hat sogar der Kanzler meiner Hochschule, also meine Hochschule ist ergiebig, kann ich Ihnen sagen, der Kanzler meiner Hochschule hat dem Südwestrundfunk ein Interview gegeben und hat in diesem Interview gesagt, unsere Studenten dürfen nichts Neues, also nur das, was in den Lehrbüchern steht, dürfen sie hören. Ich meine, das ist ja ein Zurückstufen auf das Niveau einer Gewerbeschule. Meinetwegen, Gewerbeschule haben auch ihr Daseinsberechtigung. Aber wofür leisten wir uns dann Universitäten? Wofür bezahlt der Steuerzahler eigentlich die Professoren doch dafür, dass die das Neue machen, oder? Dass es vorangeht. Und deshalb ist das eine Katastrophe, wenn der Hausjurist bereits sich hinstellt und sagt, das machen wir nicht, das wollen wir nicht, das ist ja neu. Und die Studenten wollen so wahnsinnig gerne was Neues hören. Und aus diesem Grunde braucht es eine Vorlesung, wo den Studenten beigebracht wird, wo die Probleme der Wissenschaft sind. Die kriegen ja nur eine heile Welt, nicht wahr? Da wird ein Quantenschaum angerührt und ihnen reingedrückt, obwohl die Quanten alle nur postuliert sind. Sie wissen ja, Sie haben das ja jetzt aktuell mitgekriegt, nicht wahr? Es gibt kein einziges Quantum, das berechnet ist. Alles postuliert. Wir haben hier einen einzigen riesigen Saftladen von Postulaten. Man hat die dann zerteilt in lauter Quarks und hat diese Quarks, hat gesagt, ja, das brauchen wir wegen der Masse und hat die verteilt und hat man hinterher einfach, der hat einen Nobelpreis gekriegt, klar, das gibt's dafür, braucht ja auch eine Reputation, damit das Volk meint, es sei wichtig und richtig gewesen. Und dafür gab es den Nobelpreis, hat danach, kaum dass es vergessen war, hat man denen den Teilchen die Masse wieder weggenommen und jetzt hat man wieder neue Teilchen erfunden, nicht wahr? Higgs-Bosonen, nicht wahr? Irgendwas, schön klein muss es sein, damit es nachher in der Masse wieder passt. Da gab es wieder einen Nobelpreis dafür.
in 2 Jahren ist es wieder vergessen. Die haben, es ist ja so, dass da überhaupt nichts bewiesen ist. Da werden riesige Ringbeschleuniger gemacht, nicht wahr, gebaut. The older the boy, the bigger the toy. Sie kennen das vielleicht. Und ich vergleiche das damit, als würde man 2 Hochgeschwindigkeitszüge auf einer eingleisigen Strecke aufeinander schießen und dann kommt der Physiker hinterher und tut in dem Schrott nachgucken, was das denn mal gewesen ist. Das ist ein Erkenntnisgewinn, der geht exponentiell gegen Null. Und wir finanzieren das alle mit unserem Steuergeld. Da geht so manch einem das Messer in der Tasche auf. Jedenfalls habe ich gesagt, wir müssen die Vorlesung ändern. Wir müssen den Studenten, die sind ja kreativ. Also die sind jung, die sind engagiert, die wollen etwas erreichen, die wollen etwas verstehen. Das ist so wahnsinnig wichtig. Und wir müssen diesen jungen Menschen sagen, Leute, die Postulate sind kein Beweis. Ihr braucht Handfestes. Ihr braucht etwas, was wirklich beweisbar ist. Kümmert euch drum. Ich sag Ihnen, die kümmern sich drum. Und die kommen alle. Aber dann müssen wir die Vorlesung ändern. Wir müssen eine Kritik einbauen, eine konstruktive Kritik. Ja, nicht die Wissenschaft verhindern, sondern wir müssen sagen, passt mal auf, wenn ihr eure Kondensatorverluste mit einem komplexen Epsilon berechnet, nicht wahr, die Dielektrizitätskonstante, und die Lichtgeschwindigkeit ist 1 durch Wurzel Epsilon mal μ, dann ist die Lichtgeschwindigkeit ja auch komplex. Ich glaube, das ist ein Verstoß gegen die Regeln der Physik. Wir müssen den Studenten beibringen, ihr müsst die Regeln der Physik auch anwenden, dafür haben wir sie, nicht wahr? Dass man die Gesetze auch anwendet und nicht sagt, ach nee, heute ist gerade Samstag, da arbeiten wir mit der konstanten Lichtgeschwindigkeit, am Montag können wir ja wieder mit dem komplexen Epsilon weitermachen. Das geht doch nicht, verstehen Sie? Das sind doch Widersprüche in den Lehrbüchern und zwar reihenweise. Weil wissen Sie, warum das reihenweise in den Lehrbüchern steht? Weil Copy and Paste heute zum Standard gehört. Da hat ja eh einer vom anderen abgeschrieben. Da ist doch in den Lehrbüchern gar nichts Unterschiedliches mehr drin. Also habe ich mir die Mühe gemacht und habe eine Vorlesung Wissenschaftskritik ausgearbeitet. Hat viel Arbeit gemacht. Ich habe sie angemeldet und sie wurde natürlich abgelehnt, ist klar. Ja. Aber jetzt will ich Ihnen aus dieser Vorlesung doch einen kleinen Appetithappen mal geben. Und zwar nehme ich mir die Urknalltheorie vor. Oh ja. Aus der Vorlesung Wissenschaftskritik. Zu dem Mann, da will ich nichts sagen. Aber zur Theorie. Wir sind ja auf so einer Galaxie unterwegs, nicht wahr? Unser Sonnensystem ist da ganz weit da draußen, irgendwo hier. Und wir wissen, die drehen sich. Das dürfen sie eh nicht, nach den Keplerschen Gesetzen müssten ja die äußeren Sterne viel langsamer sein, aber die sind ja viel schneller, weil das ganze Ding dreht so herum. Also verstößt die Galaxie eh gegen die Keplerschen Gesetze. Aber was, egal, unabhängig mal davon, ist es ja so, dass sich diese Sterne alle auf dieser Spiralbahn in Richtung Zentrum der Milchstraße bewegen. Und wenn das der Fall ist, dann wissen wir, dass dann die Nachbarsterne, wenn wir alle auf dasselbe Zentrum, nämlich so ein schwarzes Loch, uns zubewegen, dass dann die Nachbarsterne uns näher kommen. Sie können mir folgen? Die kommen uns näher. Jetzt haben wir ja diesen Doppler-Effekt. Der Doppler-Effekt sagt, dass wenn uns eine Lichtquelle näher kommt, dass wir eine blaue Verschiebung sehen und wenn sie sich entfernt, wir eine Rotverschiebung sehen. Ne? Das ist wie wenn sie auf der Autobahnbrücke stehen, da fährt ein Auto vorbei, das macht so, ne? Sie kennen den Ton, der wechselt und das ist das Gleiche hier beim Licht. Wir bekommen diesen Doppler-Effekt. Und jetzt sagt man, ja, wir sehen überall diese Rotverschiebung außerhalb unserer Galaxie, während die Sterne, die wir in unserer Galaxie haben, die werden als Fixsterne beobachtet. Moment, sie kommen uns doch näher, oder? Wenn sie uns näher kommen, dann muss es eine Blauverschiebung geben. Wieso sehen wir keine Blauverschiebung? Wenn wir keine Blauverschiebung sehen,
dann müssen wir als zwangsweise, als logische Konsequenz eine Rotverschiebung sehen bei den Sternen außerhalb unserer Galaxie, auch wenn die sich überhaupt nicht entfernen. Ja, damit ist die Urknalltheorie Asche. Ja, Moment, das sind Gesetze der Physik. Wissen Sie, ich kann nicht hergehen und eine Blauverschiebung ignorieren und eine Rotverschiebung akzeptieren. Also, wenn wir Gesetze der Physik verwenden, müssen wir sie in ihrer Gesamtheit verwenden. Und das ist nun mal notwendig, das gilt für alle Physiker. Wenn ich Physiker habe, ich habe da vorhin einen gezeigt, wenn Physiker ihre eigenen Gesetze nicht beachten, dann kommt sowas bei raus. Urknall. So, also wir haben hier diese Fixed Stars, hier die Fixsterne ohne Blauverschiebung. Ja, die Frage ist natürlich, weshalb? Gut, das mag was mit den Feldern zu tun haben, weil ja diese Galaxien langsam kontrahieren und andere Galaxien außerhalb unserer Galaxie, die zeigen dann eben eine Rotverschiebung. Und auch wenn sie sich gar nicht bewegen. Und und diese Rotverschiebung, die hat man gemessen. 2012 gab es den Nobelpreis dafür, für so drei Nobodies, die festgestellt haben, dass das Gegenteil von dem passiert, was man erwartet. Denn die Urknalltheorie erwartet man ja, dass diese Expansion abnimmt. Die Rotverschiebung nimmt aber zu. Es ist das Gegenteil, und gibt es auch einen Nobelpreis dafür, ne? Sie können heute alles behaupten, wenn der Tag lang ist, Sie müssen es noch nicht mal verstanden haben. Ja. Das gab 2012 einen Nobelpreis dafür, dass also die gemessen worden ist, dass die Rotverschiebung, warum nimmt die denn zu? Es ist doch ganz einfach, wir sind da ganz weit außen und wir kommen immer weiter rein. Und je mehr wir reinkommen, umso größer wird die Beschleunigung, umso mehr rutschen wir in der Hintergrundstrahlung gegen Null und umso mehr Rotverschiebung sehen wir natürlich, weil das Licht länger braucht. Jetzt kommen wir der Sache, glaube ich, nahe. Das Licht von dem Nachbarstern zu uns braucht länger. Und deshalb wird der kürzere Abstand in der gleichen Zeit überwunden. Dann bleibt natürlich die Farbe gleich. Da haben wir keine Blauverschiebung. Und wenn das Licht immer länger braucht von anderen Sternen zu uns, haben wir die Rotverschiebung. Und wenn wir uns beschleunigen in Richtung schwarzes Loch, was ja wohl der Fall ist, dann haben wir eine Zunahme. So, sehen Sie, so einfach ist das, wenn man die Gesetze der Physik anwenden würde, ja, was ja diesen drei Nobelpreisträgern völlig fremd ist, aber wenn Sie es denn tun würden, dann könnten Sie es sogar erklären. Das wäre natürlich super. Ja. Meine Damen und Herren, das Gesetz, was sich hier auswirkt, ist so alt, dass es noch keinen Namen gibt. Heute hat man ja bei jedem Gesetz immer, da ist der Erfinder so freizügig, nicht wahr, immer den Namen. Da heißt es immer das Gesetz von dem und jenem und jenem und so weiter. Aber alte Gesetze, die schon bis in die Antike zurückgehen, wie dieses Gesetz vom Abstandsquadrat, das kennt gar keinen Namen, aber das ist essentiell. Das sagt nämlich Folgendes aus, wenn ich eine Quelle habe, dass dann eben mit dem Abstand, mit dem Quadrat des Abstands, weil es flächig geht, dann eben die Feldstärke abnimmt. Und hier bei so einer kugelförmigen Ausbreitung über die Kugeloberfläche nimmt das ab. Das hat die Proportionalität, dass das elektrische oder das magnetische Feld mit 1 durch den Abstand zum Quadrat abnimmt. Uraltes Gesetz. Aber es ist nicht allen geläufig. Wir können es anwenden, wir können es auch umdrehen und können sagen, die Länge ist dann proportional 1 durch Wurzel E oder H oder sowas und bekommen dann diese Raumkrümmung im Schwerefeld eines Himmelskörpers. Das ist mittlerweile alles schon angekommen. Okay, das funktioniert ja auch, aber das hat Konsequenzen für unsere Erde. Wenn nämlich das Längenmaß, also das, was ein Meter ist, vom Feld abhängig ist, also ich kann dieses Gesetz ja auch umdrehen, ich muss es, wie ich es eben gesehen habe, ich muss es umdrehen können. Ich kann nicht einen Zettel dranhängen, dieses Gesetz darf nur von links nach rechts gelesen werden, es muss auch von rechts nach links lesbar bleiben. Und das bedeutet ja, dass wenn ich mal die Erde nehme,
dass die Erde auf der sonnenzugewandten Seite ein größeres Feld hat als auf der Nachtseite. Das ist, glaube ich, klar, wenn man sich das mal so anschaut, dass hier das Feld größer ist. Das heißt, das Meter ist kleiner. Wenn wir uns jetzt mit der Erde drehen, bedeutet das, dass die Erde ständig kleiner und größer wird. Also Sie werden jetzt heute Nacht ein bisschen größer, nicht wahr? Aber Sie passen immer noch ins Bett rein, weil Ihr Bett wird ja auch größer. Also das hat ein... Ruder Boskovich ist der Begründer der Feldtheorie. Der hat 1755 ein Buch geschrieben und hat gesagt, wissen Sie, die Erde atmet. Kleiner, größer, aber sagt er, da wir aus dem gleichen Stoff bestehen, merken wir das nicht. Und insofern sein Buch De Spatio et Tempore ist natürlich lateinisch zu dem Zeitpunkt über Raum und Zeit und wie wir sie beobachten, das könnte von Einstein stammen, aber meine Damen und Herren, es ist viel besser, als was Einstein jemals geschrieben hat. Dieses Buch ist fantastisch. Es erklärt nämlich, warum die Erde um die Sonne rumläuft. Und gucken Sie mal hin, das liegt daran, dass das Meter und damit auch Meter pro Sekunde, also die Geschwindigkeit, auf der Sonnenseite kleiner ist als auf der Nachtseite. Und dann wird sich die Erde automatisch um die Sonne rumbewegen. Der Mann hat so ganz nebenher erklärt, was Gravitation ist. Wissen Sie, die Erde bewegt sich um die Sonne aufgrund des Feldes der Sonne. Da kommt Gravitation gar nicht vor. Da kommt auch gar keine Fliehkraft vor. Oder das Gleichgewicht, was wir in der Schule ausrechnen, Fliehkraft und Gravitationskraft, kommt überhaupt nicht vor. Die Gravitation ist ja nur ein Hilfsbegriff. Wir nutzen den gerne, damit ich erklären kann, warum ich hier auf dem Boden stehe und nicht abhebe. Aber das liegt ja nur daran, dass meine Füße kleiner sind als mein Kopf. Ne? Weil es einem stärkeren Feld ausgesetzt ist, näher zum Erdmittelpunkt. Es ist ja von Ruder Boskovich erklärt. Gut, der Mann war ein Jesuitenpater. Und musste das geheim halten, sonst hätten sie ihn abgefackelt von der Kirche. Er war ja dann auch noch in der Kurie in Rom und hat dort als Professor gewirkt, so lange bis das halt so rauskam. Und dann hatte er allerdings einen gewissen Schutz gehabt, weil er war ein Diplomat. Er war im diplomatischen Dienst von Ragusa und Ragusa ist das heutige Dubrovnik. Dort wird er auch sehr verehrt, da finden Sie ihn an allen Ecken und Enden, an der Universität, die heißt auch Boskovich-Universität. Und dort hat er eben dann diesen Schutz gehabt und ist als Diplomat für Ragusa, das war ein Stadtstaat wie eben auch Venedig damals, nicht wahr, war er unterwegs in Europa und da konnten die Kirchenväter ihn eben mit nicht so schnell abfackeln. Das war eben der Hintergrund. Und deshalb hat er das auch überlebt. Aber wie gesagt, nur als Diplomat. Er hat übrigens einen Landsmann, einen Zeitgenossen, so muss man sagen, sehr bekannt gemacht. Das war Newton. Okay, das nur nebenbei. Boskovich ist sehr, sehr wichtig. Kaum einer kennt ihn und noch weniger kennen seine Schriften. Aber ich darf vielleicht erwähnen, dass Faraday mit seinen Schriften gearbeitet hat und sich immer wieder darauf bezieht. Naja, und ich habe eben dieses Buch geschrieben hier und da sehen wir ihn also auf dem Geldschein, also von Dalmatien, das heißt also von Kroatien. Es war ein alter Schein von Kroatien. Und ich habe dieses Buch geschrieben in Deutsch, da sieht es ein bisschen anders aus, also rot. Widerspruchsfreie Elektrodynamik ist der Titel und da zeige ich eben, wenn man auf Boskovich zurückgeht und die ganze moderne Physik mal auf die Füße stellt, nicht wahr, denn die steht momentan ziemlich Kopf, dann plötzlich lassen sich diese Widersprüche alle auflösen. Das hat was mit Wirbelphysik zu tun, ohne das geht es einfach nicht. Aber natürlich, so wie wir es schon vorhin besprochen haben, neue Ideen haben es immer schwer und es ist immer ein langer Weg. Eben wenn man zum Beispiel, so wie ich, sagt ja, dieses alte Gesetz sagt ja, dass das Feld das Längenmaß bestimmt, damit die Geschwindigkeit bestimmt. Und jetzt geht man ja heute her und misst die Lichtgeschwindigkeit in einem Lichtkasten, der sagen wir mal einen Meter ist, bei uns in der Hochschule im Physiklabor. Und jetzt läuft das Licht da rein und zurück und man schaut sich an, ob Interferenzen auftreten, kann die Lichtgeschwindigkeit auch bestimmen. Und es kommen immer 300.000 Kilometer bei raus. Warum?
Weil wenn das Feld sich ändern würde, würde sich das Meter ändern, das Meter pro Sekunde mit, und ich messe immer das Gleiche. Das heißt mit anderen Worten, der Lichtkasten misst sich selber, oder der, der die Lichtgeschwindigkeit misst, misst sein Messgerät und nicht das Licht. Verstehen Sie, was ich damit sagen will? Das ist natürlich der Abgesang der Wissenschaft, aber das haben wir tagtäglich. Das haben wir bei den ganzen Neutrino-Versuchen überall, die machen einen riesen Wassertank und sagen, jetzt habe ich das Neutrino abgebremst auf Geschwindigkeiten unterhalb der Lichtgeschwindigkeit, beziehungsweise sie sagen, das Neutrino hat Masse und da muss es ja eine geringere Geschwindigkeit haben, aber das kommt ja aus dem schwarzen Loch und da kommt nur was raus, was schneller ist als das Licht. Das heißt, die haben mal wieder ihren Messkasten gemessen. Das ist tagtäglich und nicht das Neutrino. Und sie haben es so lange abgebremst, bis es eben messbar wird, weil heutzutage ist es ja geradezu verboten, ein Messgerät zu haben, das eine Geschwindigkeit akzeptiert, die größer ist als die Lichtgeschwindigkeit. Sie wissen schon. Also müssen Sie es abbremsen, bis Sie es messen können. Also Lichtgeschwindigkeit ist keine Naturkonstante, sondern eine Messkonstante. Oh ja, danke. Ja, das Ganze hat was mit der Wirbelphysik zu tun, die ja viel älter ist, die 2.500 Jahre alt ist, auf Demokrit zurückgeht. Und die Quantenphysik ist ja erst 100 Jahre alt und wie gesagt, sie bringt nichts zustande, außer der Atombombe vielleicht. Das war das Einzige, was sie hingekriegt hat. Wir haben es immer mit expandierenden und kontrahierenden Wirbeln zu tun. Gehen wir doch mal ganz kurz die Physik durch. Die Quanten haben wir eben schon gehabt, die Quarks. Eigentlich müssten sie Stoßprozesse machen, müssen auseinanderfliegen, tun sie nicht. Also schüttet man ein bisschen Klebstoff rein, alles postuliert, so Gluonen und dann passt das Ganze wieder. Und so wird das gemacht. Kernphysik. Wir haben lauter gleichnamig geladene Teilchen, eben Protonen in so einem Kern und die sind friedlich beieinander, nicht wahr? Obwohl sie sich eigentlich abstoßen müssten. Das heißt, man postuliert eine starke Wechselwirkung. Arbeitshypothese hat man noch nie gesehen, noch nirgends, in keinem einzigen Versuch hat man es jemals gesehen, einfach um die Differenz zwischen Theorie und Praxis auszugleichen. Im Übrigen gebe ich zu bedenken, dass ja so ein Teilchen mit Spin auch ein magnetisches Moment hat und man sollte vielleicht die magnetischen Kräfte in einem Kern auch mal betrachten. Habe ich gemacht in meinem Buch, da hinten gibt es die Bücher, können Sie alles nachlesen. Potentialwirbel Band 4. Da habe ich es drin. Okay, Atomphysik. Wir haben in Hüllelektronen, haben wir Fliehkraft. Man weiß, dass das alles gar nicht so stimmt. Die Schrödinger-Gleichung, die funktioniert an manchen Stellen, ist die Grundgleichung der Quantenphysik heute. Wird so gehandelt jedenfalls, aber keiner weiß, wo die herkommt. Von einem Mathematiker, aus der Schublade von einem Mathematiker, ja klar. Ich habe sie hergeleitet, also das, an der Stelle haben wir auch Probleme. Und die Fliehkraft hier, das Gegenstück wäre die Gravitation. Naja, da haben wir jetzt eben schon einen Ansatz gesehen, wie man das vielleicht besser erklären kann. In der Astrophysik, wo die Sterne eigentlich auseinanderfliegen müssten, wo sie trotzdem eben zusammengehalten werden in einer Galaxie. Dort müssen wir dann irgendwelche Teilchen, hypothetische Teilchen einführen, Strings, Superstrings, dunkle Materie, dunkle Energie, alles Postulate von vorne bis hinten, überhaupt nichts bewiesen, weil wissen Sie, wenn der Weltraum so mit dunkler Energie voll wäre, wir könnten ja gar nicht mehr durchgucken, ist aber nicht der Fall. Ja, das sind alles Probleme, das muss man den Studenten sagen, verstehen Sie? Dann fangen die an zu denken. Und dann sagen die, Menschenskinder, das ist ein Problem, da brauchen wir eine Lösung dafür. Und sie glauben gar nicht, wie kreativ die da sind, wenn man das denen sagt. Also, nehmen wir mal den Wirbelsturm. Beim Wirbelsturm haben wir im Zentrum Windstille. Wenn man ein bisschen nach außen geht, man sieht das übrigens auch an den Bäumen, die dann umfallen und so weiter, dass die alle nach außen zeigen, also praktisch ein expandierender Wirbel vorhanden ist und von außen haben wir einen kontrahierenden Wirbel und der macht eigentlich die Struktur. Das könnte so eine Röhre sein, es könnte aber auch von allen Seiten so ein Druck, könnte auch eine Kugel erzeugen, also ein Kugelwirbel oder sowas ähnliches. Kugelblitz, nicht wahr? Also das sind alle so Phänomene bis hin zu den Elementarteilchen, die ja auch kugelförmig sind. Und hier haben wir ein Problem. In der Strömungslehre, da machen wir ein Foto, da können wir uns das sofort vorstellen, da sehen wir das. In der Elektrotechnik sehen wir das nicht. Und weil wir es nicht sehen, deshalb sagt man, oder ist relativ leichtfertig damit
zu sagen, es gibt nur expandierende Wirbel, die kontrahierenden, die gibt es nicht. Und wenn es die nicht gibt, müssen wir auch die nicht befassen. Und das hat schon der Begründer der Feldgleichungen, Maxwell, der ja die, als, naja, der praktisch die Grundlagengleichungen der Elektrotechnik beschrieben hat, der hat das schon in seinen Gleichungen eingebaut und hat gesagt, dritte Maxwell-Gleichung ist null. Das wäre genau die gewesen, die hier jetzt notwendig gewesen wäre. Aber die ist null. Und wenn es das nicht gibt, dann gibt es eben keine, dann gibt es keine Strukturen, dann gibt es auch keine Wirbel, dann gibt es auch keine kontrahierenden Wirbel und dann gibt es auch keine Skalarwellen oder irgendwas, was durch den Raum läuft und eben als strukturierte Wirbel unterwegs ist. Das gibt es dann alles nicht. So einfach war das Ganze. Aber man hatte eben auch keine Beispiele. Und deshalb, davon leben wir heute noch. Und das ist ein Riesenproblem. Denn durch dieses Divergenz B gleich 0, das ist also die dritte Gleichung, da gibt es noch einen Hinderungsgrund. Eines der Konsequenzen wäre eben nicht nur diese Potentialwirbel, sondern wäre auch magnetische Monopole. Und die magnetisch-elektrische Monopole kennen wir, Elektronen oder sowas. Aber magnetische Nordpolteilchen, noch nie einer gesehen. Und deshalb, weil es die nicht gibt, hat man meinen Ansatz damals, obwohl ich einen Preis bekommen habe auf meine ersten Bücher, das war 1990, 1992 habe ich die ersten beiden Bücher geschrieben, 1994 habe ich einen Preis darauf bekommen, auf diese Bücher von der Deutschen Gesellschaft für EMV-Technologie, obwohl ich das bekommen habe und das wurde ja gesponsert auch von der Universität Dresden und man hat gesagt, bitte veröffentlich das. Ich habe eine Veröffentlichung durchbekommen und dann wurde ich blockiert mit dem Argument, das ist alles falsch, das verstößt ja gegen die dritte Maxwell-Gleichung und die muss null sein und das ist immer so gewesen und das können wir auch nicht zulassen, dass das mal ungleich null ist. Und das hat übrigens dazu geführt, dass ich dann gesagt habe, jetzt brauche ich irgendwelche praktischen Experimente, um eben die Kritiker zu überzeugen. Da habe ich dann angefangen, mich mit Nikola Tesla zu beschäftigen. So ist dieser Zusammenhang zu verstehen. Und denn der hat ja Sachen gemacht, die eben diese Geschichte beweisen. Und da gibt es einige Beispiele, wo man sagen kann, die Maxwell-Theorie versagt, die verstößt sogar gegen Gesetze. Denn im Inneren eines Hochspannungskabels, da haben wir die Wirbelströme, die expandieren, da fließt der Strom nur noch außen am Rand. Außen haben wir ein wirbelfreies Feld. Das kann nicht sein, weil wir haben ja diesen Übergang, die Gesetze der Feldbrechung. Das heißt also, es gibt viele, viele Beispiele, wo man zeigen kann, die Maxwell-Gleichung versagt genau an diesem Punkt. Aber sie kommen nicht durch. Das war meine Erfahrung, die musste ich machen. Ich musste mir das anhören, dass das alles eben nicht veröffentlichbar ist. Also es wird erst gar nicht veröffentlicht, nicht wahr? Peer-Verfahren, Peer-Review-Verfahren. Deshalb bin ich eben jetzt auch selber Editor-in-Chief von einem solchen peer-reviewten Journal. Übrigens Journal of Vortex Science and Technology, also über Wirbel und damit muss ich mich jetzt dem nicht immer aussetzen. Also das heißt, ich entscheide das dann auch ein bisschen selber. Ja, nun diese... Danke. Und ich habe viele gute Leute in meinem Editorial. Also ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Obwohl es natürlich eine amerikanische Zeitschrift ist, ganz klar. Und deshalb auch eine Zensur ausgeübt wird. Aber es ist immer besser, man ist vorne mit dabei als... Man schaut nur von hinten die roten Lichter an. Ja, letztendlich muss ich eben auf diese Frage der Skalarwellen eingehen ein bisschen und sagen, ja, was hat der Tesla eigentlich da gemacht? Wenn man die Wellengleichung anschaut, dann sieht man, dass eben auf der linken Seite longitudinale Wellen aufscheinen, die allerdings dann immer zu Null gesetzt worden sind oder in den meisten Lehrbüchern heute zu Null gesetzt werden, Divergenz E. Das ist eben eine skalare Größe und wir können sagen, die Definition dieser Welle ist eben die gerichtete Ausbreitung ungerichteter oder skalarer Größen. Da gehört auch die Schallwelle dazu. Also Gott sei Dank haben wir die, sonst könnten Sie mir gar nicht zuhören. Also Skalarwellen sind unter uns überall vorhanden, glücklicherweise.
Es hängt ein bisschen von der Geschwindigkeit ab. Da steht dann, Gravitationswellen gehörten dazu, der Schall gehört dazu, die Plasmawelle, gab sogar einen Nobelpreis dafür, für diese Welle, Photonen, Neutrinostrahlung. Also alle physikalischen Teilchen machen diese Stoßwelle, nicht wahr? Denn das Teilchen, was ich hier anstoße, kommt bei Ihrem Ohr ja nicht an, sondern das schubst das nächste an, es gibt so eine Stoßwelle, das nennen wir dann die Schallwelle. Also es gibt diesen Term auf der linken Seite und ganz offensichtlich zeigt das auch, dass im Falle von der Divergenz B, denn dafür kann ich die Gleichung auch hinschreiben, dieser Term ungleich Null sein muss. Also ist die Skalarwelle in der Lage, diesen Ansatz, diese Erweiterung der Maxwell-Theorie zu erklären. Das habe ich gemacht. Ich kam im Jahre 1999 damit raus. Ich habe das erste Mal diese Welle gezeigt. Ein Nachbau von Nikola Tesla. Der hat funktioniert, alle Eigenschaften lassen sich damit reproduzieren. Den Koffer habe ich heute noch in meinem Programm, in meinem Institut, kann man also noch erwerben für alle, die eben noch neugierig sind, die noch wissen wollen. Und mittlerweile kommen zunehmend Firmen dazu, die sagen, wenn ich die Maxwell-Theorie an einer kleinen Stelle erweitere, dann erwachsen daraus unendlich viele neue praktische Anwendungen. Und genau das sind meine Leute. Jetzt wollen wir mal gucken, ob die Saat irgendwann aufgeht. Es ist aber ein ganz, ganz langer Weg. Aber es war in der Vergangenheit auch nicht anders. Schauen wir zurück. Maxwell hat seine Gleichungen 1864 in seiner Treatise veröffentlicht. Und es hat über 20 Jahre, bis 1888 hat es dann gedauert, bis endlich Heinrich Hertz den Nachweis geführt hat, dass diese elektromagnetische Welle existiert, nämlich auf der rechten Seite, die sogenannte transversale Welle. Dann gab es aber sofort Streit, weil da gab es ja diesen Tesla, der gesagt hat, nee, das ist eine longitudinale, also meine Welle ist eine longitudinale Welle. Und dieser Streit zwischen den beiden Wissenschaftlern, Heinrich Hertz auf der einen Seite, der die ganze Science Community hinter sich hatte, und der Tesla auf der anderen Seite, der eigentlich der wissenschaftlichen Welt den Rücken gekehrt hat und gesagt hat, die haben mich nur geärgert, die brauche ich nicht. Kann ich auch verstehen, er hat zwar viel Doktorhüte gekriegt, auch von Graz sogar, die haben ihn nachträglich noch wieder geehrt, obwohl er abgehauen ist, bevor er seinen Abschluss hatte. Aber egal, die beiden haben sich gestritten, obwohl sie beide recht haben. Schauen Sie, das ist doch irgendwo eine Ironie. Denn in der Wellengleichung stehen beide miteinander, nebeneinander drin. Ja? Das heißt, wenn ich eine Welle habe, habe ich beides, das eine und das andere. Wir können das sofort anwenden auf den Mobilfunk. Müssen wir sogar. Wir müssen nämlich uns klar machen, dass die Wellenausbreitung der Felder unterschiedlich ist. Rechts haben wir diese Streufelder von der elektromagnetischen Welle, die man natürlich nur sinnvollerweise einsetzen kann, wenn ich Rundfunk mache, wenn ich Millionen von Menschen erreichen möchte, dann ist das die richtige Welle. Wenn ich aber nur mit einer Person telefonieren will auf dieser Welt, dann sollte ich die Skalarwelle nehmen, also auf der linken Seite, und sollte damit Richtfunk machen und Handy und möglicherweise auch noch Transponder, das heißt drahtlose Übertragung von Energie. Ich zeige das ja häufiger auf Veranstaltungen, dass das auch tatsächlich möglich ist. Wenn es eine positive Nutzung gibt, dann gibt es natürlich auch eine negative. Und da muss ich sofort sagen, die elektromagnetische Welle ist mit Sicherheit die falsche, wenn es um Handy, also um Mobilfunk geht. Mit Sicherheit die falsche, weil die führt ja dazu, dass Millionen von Menschen bei meinem Telefonat mit beeinflusst werden, ohne dass ich die frage, ob die überhaupt einverstanden sind. Das strahlt ja in jedes Schlafzimmer hinein. Das ist ja ein Verstoß gegen Grundrechte, nicht wahr? Und das darf ich doch gar nicht. Ich muss ja anklopfen, bevor ich in das Schlafzimmer reinkomme. Und deshalb ist das eine negative Nutzung, die natürlich nur deshalb so zustande gekommen ist und sich so ausgebreitet hat, weil wir die linke Seite vergessen haben. Hätten wir nämlich diese Geschichte schon vorher akzeptiert gehabt, dann wüssten wir, dass wir diese longitudinale oder Skalarwelle einsetzen müssen. Ich habe übrigens damals vor über 15 Jahren gegoogelt nach dem Begriff
Scalarwave oder Skalarwelle und habe mal geschaut, ob es denn diesen Begriff gibt, weil der fiel mir ein. Ich habe gesagt, dieser skalare Anteil in der Wellengleichung ist doch toll. Skalarwelle, nennen wir das doch so. Und da war das Ergebnis null. Jetzt wissen Sie, was ich angerichtet habe. Googeln Sie mal nach. Also insofern, daran habe ich natürlich einen gewissen Anteil, aber den größten Anteil haben meine Gegner. Deshalb muss man seine Gegner lieben. Ne? Also, ja, ich erkläre Ihnen das. Da gibt es so eine parawissenschaftliche Sekte, ne, auch so eine Sekte, ne, in Deutschland, GEWUB heißt die. Und die GEWUB, die macht eigentlich nicht das, was in der Satzung drin steht. Das haben ja die, die da rausgerannt sind, haben das ja dann im Internet bekannt gegeben und haben gesagt, die sind ja jetzt eine Sekte geworden. Okay. Jedenfalls haben die Wissenschaftsfälschung betrieben. Die haben meine Herleitung genommen. Da kommt unter anderem vor, dass ich da Rotation auf dem Kreuzprodukt bilde. Da, nach den Rechenregeln der Vektoranalysis entstehen da vier Terme. Zwei davon sind null, die anderen beiden sind nicht null. Die brauche ich natürlich, um da was herzuleiten. Da leite ich dann anschließend auch die Wellengleichung her. Und was machen die? Die tun von den vier Termen nur zwei hinschreiben. Und zwar gerade die zwei, die null werden. Die anderen lassen so einen Tisch fallen, in der Hoffnung, dass keiner merkt von den Lesern, dass das ein Betrug ist. Wissen Sie, wenn irgendjemand, der von Mathematik nicht viel Ahnung hat, eine Herleitung hernimmt, die fehlerfrei ist, und er baut einen Fehler ein, dann kann das durch Unachtsamkeit passieren. Er hat einfach vergessen, die beiden Terme hinzuschreiben. Wenn aber so jemand sich als Professor für Mathematik ausgibt, dann ist das schwerer Betrug und kein kleiner. Also das ist einfach so. Und damit wird die Bevölkerung sozusagen oder die Masse der Leser, der Internetnutzer wird jetzt dahin geführt, schau mal her, der rechnet dann aus und da kommt null raus. Klar, weil er hat ja nur die Terme übrig gelassen, die null werden. Und dann sagt er, als kommt er zum Schluss, es gibt keine Skalarwellen. Ich sag Ihnen, das geht genau so lange, bis der Laden von innen her zerfällt. Das passiert. Ich muss da gar nichts machen. Wissen Sie, es reicht ja, wenn ich hier Ende August meinen Vortrag bei der UNESCO gehalten habe in Paris. Es reicht ja, wenn ich hier rumreise, überall peer-reviewed veröffentliche, nicht wahr? Und ich habe allein in diesem Jahr vom MIT, habe ich da auf dem Kongress in Stockholm vorgetragen. Bei der Gelegenheit habe ich gleich noch einen zweiten Kongress von dem Karolinska-Institut mitgemacht. Es werden heute Untersuchungen gemacht mit meinem Skalarwellengerät im medizinischen Bereich. Da werden Krebszellen abgeschossen in Deutschland, in Spanien, in Italien, eben überall laufen diese Versuche. Ich unterstütze die natürlich alle, sie werden auch alle der Reihe nach veröffentlicht. Das ist eigentlich das ist die Waffe, die ich habe. Und dann zerfällt der Rest von alleine. Ich denke, viele interessieren sich hier für den Mobilfunk. Deshalb darf ich an dieser Stelle noch etwas tiefer hineingehen, denn das hat ja genau damit zu tun. Wir haben normalerweise immer eine Definition eines Antennenwirkungsgrades. Gut, der Wirkungsgrad ist abgegebene Leistung bezogen auf aufgenommene Leistung. Die Differenz sind die Verluste. Und diese Verluste, die da auftreten, die kann man sich ja mal genauer unter die Lupe nehmen. Denn diese Verluste werden ja auch abgestrahlt. Und zwar als Feldwirbel oder Skalarwellen oder Antennenrauschen nennt man das auch. Das ist aber alles das Gleiche, verstehen Sie? Man misst halt keine Welle, man misst nur das als Summensignal von Frequenzen. Das ist dann eben ein Rauschsignal, Antennenrauschen nennt man es. Und wenn diese Wirbel zerfallen, dann entstehen Wirbelverluste, also Wärme. Und das ist eine Rauschleistung oder Wirbelverluste. Okay, also wir können sagen, wenn ich eine Antenne habe, eine Mobilfunkantenne irgendwo, dann hat die einen bestimmten Wirkungsgrad. Sie strahlt also elektromagnetische Wellen ab, natürlich nicht im Nahfeld, erst im Fernfeld, aber egal. Dort haben wir dann entsprechend viele elektromagnetische Wellen, die übrigens gar keine biologische, nennenswerte biologische Wirkung haben. Die biologische Wirkung
geht von den Rauschsignalen aus. Das ist doch ganz einfach. Messen Sie doch mal einen Menschen ab mit Messgeräten von Kopf bis Fuß. Was messen Sie denn? Rauschsignale messen Sie. Es ist doch klar, dass das Rauschsignal eine Antenne, die biologische Wirkung hat. Und was hat man gemacht? Haben wir mal Messungen gemacht im Freien mit so einem Mikrowellenherd und da haben wir so eine Antenne gehabt und hier haben wir gemessen, wenn die Tür offen oder zu ist, also hier 80 dB Mikrovolt pro Meter ohne Handy, also man muss erstmal das Umgebungsrauschen feststellen, wenn ich das jetzt im geschlossenen Käfig habe, geht es hoch auf 84, wenn ich denn die Tür aufmache, da sieht man da innen drin dieses alte Handy, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, dass wir das gemacht haben und dann sieht man eben, wie viel Strahlung ist Herzschwelle, weil ja aus dem geschlossenen Käfig kommt ja keine Herzschwelle raus, das ist ein Faraday-Käfig, der muss ja sogar dicht sein, sonst würde ja der Mikrowellenherd was abstrahlen, deshalb die testen das alles auf elektronische Wellen. Wenn man die Tür also aufmacht, kommen die auch heraus. Wenn man sie zumacht, dann bleiben sie da drinnen. Dann kommen nur die Skalarwellen raus. Aber wir sehen, dass die Skalarwellen definitiv den Mikrowellenherd verlassen und deshalb gibt es da Probleme. Wir können das ein bisschen auswerten und kommen dann auf irgendwelche Antennenwirkungsgrade. Wissen Sie, für einen guten Antennenwirkungsgrad muss man eine Antenne haben, 16 cm war das früher beim D-Netz. Das heißt, wir müssen eine Antenne rausziehen. Sie erinnern sich vielleicht noch an diese alten Geräte, da konnte man die Antenne rausziehen. Dann hatte man noch so eine Stummelantenne und schließlich sind sie irgendwo im Innern der Geräte verschwunden. Wobei iPhone macht was ganz Besonderes und einige, die haben da so ein Metallband außenrum, die nutzen gleich den Nutzer als Antenne. Sie können ja mal versuchen, das Handy damit zu telefonieren, ohne dieses Band anzufassen, aber ist egal. Das ist klar. Also Sie sind sowieso die allerbeste Antenne. Aber das ist ja nicht gewünscht. Sie müssen sich klar machen, eine ordentliche Antenne hat 80% Antennenwirkungsgrad. Das bedeutet, 80% im Fernfeld sind elektromagnetische Wellen und 20% bleiben als Wirbel und Skalarwellen und so weiter zurück. Und sind natürlich irgendwo biologisch relevant. Jetzt hat man heute die Situation gehabt, dass ja viele sich gegen den Mobilfunk gewehrt haben und gesagt haben, wir wollen, dass die Grenzwerte reduziert werden. Dann hat die Mobilfunkindustrie sich erst gewehrt und dann haben sie irgendwann gesagt, ach, ist doch gar nicht so schlecht. Sie haben es getestet, hat große Vorteile gehabt, haben sie gesagt, okay, machen wir das. Wir tun einfach den Antennenwirkungsgrad verschlechtern. Das ist ja nicht schwierig. Man baut jetzt die Antenne innen rein. Und dann hat man vielleicht einen Wirkungsgrad von, sagen wir mal, 40%. Das heißt, jetzt haben wir noch halb so viele elektromagnetische Wellen. Aber den biologischen Anteil, den hat man von 20% auf 60% verdreifacht. Sie verstehen, was ich sagen will? Ja? Gut. Das habe ich auch öffentlich schon gesagt. Daraufhin bin ich bedroht worden von Vodafone. Ich habe deshalb nicht mehr viel Lust, da mich groß hinzustellen. Aber ich möchte, dass die Information weitergetragen wird. Denn die Medien bekommen Werbeeinnahmen von den Mobilfunkfirmen. Und deshalb passiert da auch nichts. Die werden nichts dergleichen veröffentlichen. Die Journalisten, die haben sich ja meistens noch ein bisschen Neugierde erhalten, also es gibt viele, die sind wirklich gut. Und die sagen, das ist klasse, die nehmen das auf, die wollen das unter Leute bringen und dann gibt es irgendwelche im Hintergrund, die Medien lenken und die sagen, das wird nicht veröffentlicht. Sie glauben gar nicht, wie viele Interviews ich in Amerika und überall gegeben habe und es ist das Wesentliche nie veröffentlicht worden. Es sollte bereits vor 15 Jahren ein Streitgespräch stattfinden im Bayerischen Rundfunk zwischen Professor Käs und mir. Käs, das ist der, bei der Bundeswehr, Universität der Bundeswehr, die Hochfrequenztechnik gemacht hat damals und der eben die klassische Desinformationspolitik betrieben hat, sage ich jetzt mal, und viele haben dem auch geglaubt. Und dieses Interview sollte sein, und es wurde eine Woche vorher dann abgesagt,
Und derjenige, der das bei der Firma Siemens in die Wege geleitet hatte, der durfte die Firma verlassen. Nur, dass Sie wissen, dass solche Sachen eben durchaus vorkommen. Und dadurch ist natürlich diese wichtige Information, dass gerade der Skalarwellenanteil, der biologisch relevant ist, gar nicht an die Öffentlichkeit gedrungen. Das ist eigentlich traurig, denn es wäre so wahnsinnig wichtig, dass das wirklich auch untersucht wird. Ich selber habe an dieser Stelle gesagt, ich habe jetzt diese Information in die Welt gesetzt, dass man eigentlich den Antennenwirkungsgrad wieder verbessern sollte. Die Industrie hat gar kein Interesse daran. Wissen Sie warum? Weil wenn ich mehr Skalarwellen habe, die lassen sich ja auch modulieren, die lassen sich ja auch als Trägerwelle verwenden. Bei kleinen Abständen ist auch der Laufzeitunterschied kein Problem bis zum nächsten Masten. Aber da sie ja aus jedem Faraday-Käfig herausfunken und nicht abschirmbar sind, können sie heute in einem geschlossenen Aufzug, der seinen Blechkäfig hat, ein Faraday-Käfig, ein perfekter, können sie sehen, wie sie da drinnen daddeln. Und genauso daddeln sie auch in der U-Bahn und im Auto und überall. Also in jedem beliebigen Faraday-Käfig sitzen sie und machen den hier, ja, können sie beobachten. Die hätten normalerweise mit der elektromagnetischen Welle, mit einem anständigen Antennenwirkungsgrad, gar keine Chance. Das ging früher nicht. Da musste man ins Freie gehen. Da konnte man das gar nicht. Heute kann man aus jedem Faraday-Käfig, aus jedem Tiefparterre von irgendeinem Kaufhaus, das ein Stahlbetonbau ist, können Sie, das ein voller Faraday-Käfig ist, können Sie raustelefonieren. Und jetzt sagt die Industrie, hey, das ist doch klasse. Das ist ja viel besser, nicht wahr, technisch gesehen. Und das heißt, die nutzen heute schon die Skalarwellen, aber nicht in unserem Sinne, denn die haben ja eine Wirkung, eine biologische Wirkung, und die wird überhaupt nicht untersucht. Also habe ich gesagt, wenn das so ist, dann komme ich von der anderen Seite. Ich sage jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, nicht wahr? Ich habe eine Einladung bekommen, 2011 zum Second DNA Day nach China. Okay, habe ich gesagt, ich komme, wenn ich Chairman bin, haben sie mich dazu gemacht, haben mich sogar noch zum Mitglied des wissenschaftlichen Komitees gemacht und zusammen mit 10 Nobelpreisträgern. Das war so ein riesen Weltkongress der DNA. Gut, habe ich gesagt, dann komme ich. Und dann habe ich auch mein Buch mitgebracht. Das ist dieses hier, das DNA in Cell Resonance im Englischen. Ich habe es aber auch in Deutsch. Also ja, gut, ich bin ja auch Deutscher. Klar, dass ich die auch erstmal in Deutsch mache. Also da hinten am Büchertisch können Sie alles sich anschauen. Deutsch und Englisch. Jedenfalls, ich habe dort dann mal darauf hingewiesen, dass die Biochemie eben nicht alles ist. Wissen Sie, Chemie, also so habe ich das noch aus der Schule, ich weiß nicht, was Sie da gelernt haben, das ist, wenn es stinkt und kracht, aber nicht, dass die Chemie, wenn ich die jetzt da in so ein Reagenzglas schütte und schüttel und so, dass da jetzt plötzlich eine Pflanze rauskommt. Das ist mir völlig unbekannt. Die ganze Biochemie braucht jemanden, der ihr sagt, was sie tun soll. Und um sowas Komplexes wie so ein Menschen oder so eine Pflanze hervorzubringen, brauche ich da eine Information. Und die kann gar nicht aus der Biochemie kommen. Die muss aus den elektrischen Wellen kommen. Und da bin ich dahinter gekommen, dass ja eigentlich, das heißt, das habe ich schon lange vorher gesagt, aber ich habe das dann ausgearbeitet, dass eben die magnetische Skalarwelle ist das Entscheidende. Die ist biologisch relevant, weil wir haben überall in der organischen Chemie diese Ringsysteme, Benzolringe und Ähnliches, wo die Elektronen sich da frei bewegen können. Und Sie wissen ja, wenn ich ein Magnetfeld habe, und ich habe Elektronen, die sich bewegen können, die machen Strom, die fangen an zu fließen, die speichern die ganze Information und die Energie und können sie auch wieder abgeben. Diese Antennen, die sind der Schlüssel zur Biologie. Das habe ich vorgetragen, hat natürlich einen Mordswind gemacht, wurde auch in der Cell Biology dann veröffentlicht, wobei man dann hinterher die GEWOB versucht hat, das wieder aus der Zeitschrift rauszukriegen. Es war aber doch dummerweise schon gedruckt, nicht wahr? Und dann bekam ich von der GEWOB, von irgend so einem, bekam ich dann aus Wien, das ist ein Betriebswirt, der überhaupt keine Ahnung von Skalarwellen hat, bekam ich dann mitgeteilt, wir sind es gewesen, hey, wir haben versucht, deinen Aufsatz rauszukicken, also chancenlos, vergessen Sie das Ganze. Aber es wird halt versucht, nicht wahr? So läuft das Ganze. Und ich habe sowieso mittlerweile so viele Veröffentlichungen, das ist gar kein Thema. Und dieses
dieses Wissen, das hilft uns natürlich in der Zukunft, da weiterzukommen, denn da wird dann sehr schnell deutlich, wo die Biologie zu Hause ist und wo sie angreifbar ist. Angreifbar ist sie nämlich nicht über die DNA-Welle. Die ist viel zu hochfrequent. Die kann man mit Photomultipliern kann man die testen. Die angreifbar ist die Biologie über die sogenannten Trägerwellen. Denn wir nutzen ja Trägerwellen, wo eine auf die andere aufmoduliert ist und die niedrigste Frequenz ist die Brainwave, also die Gehirnwelle. Die trägt praktisch die gesamte Information. Die Biologie macht das ja umgekehrt wie die Technik. Die nimmt ja die höchste Frequenz als Informationswelle. Warum? Weil ich da die meiste Bandbreite habe. Wissen Sie, in der Technik ist ja meistens die Musik ist ja dann eine niedrige Welle und die Trägerwellen sind die hohen Frequenzen, also Mikrowellen, damit ich vom Satelliten mir das runterholen kann. Das ist also gerade das Umgekehrte. Das heißt, von Mikrowellen kann ich mir dann 1000 Sender in mein Zimmer rein, in mein Wohnzimmer reinholen. Das ist doch gar nicht im Sinne der Biologie. Die Biologie macht es umgekehrt. Die nimmt erstens mal eine Frequenz, die circa 1 Million höher ist, wo wir technisch noch gar nicht rankommen, die aber eine immense Bandbreite hat, sodass ich die gesamte Erbinformation in einer einzigen Welle unterbringen kann. Und das ist die Lösung, wie man die DNA lesen und auch schreiben kann. Sie sehen schon diesen gewissen Unterschied zu den zur Technik, das heißt, wenn wir das weiter verfolgen, dann können wir eigentlich von der Technik durchaus lernen. Sie kennen das vielleicht, wenn ein starker Sender in Ihrer Nähe ist, der gerade auf einer Trägerwelle unterwegs ist und Sie wollen Ihr Auto aufmachen, dann geht es nicht mehr, weil die zugestopft ist, weil die Empfänger zugestopft sind. Das Gleiche passiert in der Biologie. Wenn Sie nämlich die Trägerwelle zustopfen, dann findet die Kommunikation zwischen den Zellen nicht mehr statt. Und das ist das Problem. Also, wo sind denn die Trägerwellen? Die Trägerwellen in der Biologie sind, das kann man sehr schön anhand der Chromosomen und der ganzen Antennenstrukturen, gucken Sie mal so ein Chromosom an mit seinem Knoten und so, das ist dann Lambda halbe, andere Seite ist Lambda viertel. Man kennt das ja alles. Man kann das alles technisch auswerten, und stellt fest, dass die Chromosomen eine Trägerwelle bilden im Infrarotbereich, also im Wärmebereich. Wissen Sie, deshalb sind sie ja warm, nicht wahr? Warmblütler. Ja, wenn sie kalt sind, dann sind sie tot. Da ist keine Kommunikation mehr, das wissen Sie auch. Also insofern seien Sie froh, wenn Sie noch Temperatur haben. Ne? Und die Temperatur steigt auch, wenn Reparatur stattfinden muss, also wenn die Zellkommunikation hochgefahren wird, ne? Dann steht dann Entzündung. Gesundheit hat überhaupt nur mit dieser Kommunikation zu tun. Wir müssen überhaupt hier völlig umdenken. Deshalb laufen diese ganzen Experimente jetzt bei dem Nobelpreisträger Luc Montagnier in Paris und in Italien, in Spanien, überall, wo wir mit meinem Experimentierkasten probieren, Informationen zu übertragen über Skalarwellen auf eine gewisse Distanz und es funktioniert jedes Mal. Das ist ja erstaunlich. Wir haben ja eine unglaubliche Erfolgsquote zurzeit. Und das heißt, wir müssen umlernen, wir müssen lernen, dass überhaupt die ganze Biologie nur mit Skalarwellen arbeitet. Und dann können Sie sich mal vorstellen, was hat denn da so einer von der GEWOB noch zu sagen, der sich hinstellt und sagt, es gibt keine Skalarwelle. Das steht noch im Internet natürlich und Meil rechnet falsch. Aber vergessen Sie das Ganze doch. Die Realität geht doch eine ganz andere Richtung. Ja? Die können doch einpacken, diese Parawissenschaftler. Die brauchen wir doch gar nicht. Ich könnte noch viel sagen, aber ich glaube, jetzt höre ich mal auf. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, Professor Meil. Das war hochinteressant. Ja. Sie wissen, dass wir nur einen kleinen Teil davon verstanden haben. Aber weil wir mit dem Herzen hören, wissen wir, was der Mann gesagt hat, das stimmt. Ich muss es noch nicht mal verstehen, ich weiß, dass er recht hat, oder? Und das ist der Sinn der AZK. Herzlichen Dank.
Ja. Das sind die Geheimnisse der ganzen Natur. Wir spüren die Dinge, ja? Und das lernen wir immer mehr. Und ich wünsche, dass Sie ihn alle unterstützen in jeder erdenklichen Form, wie er es benötigt. Wie das aussieht, kann er beim Büchertisch zu gelegener Zeit sagen, was für Unterstützung für Sie wichtig ist. Wer immer ein Herz bei ihm hat, spürt es und geht zu ihm. 20 Bücher haben Sie geschrieben? Ja. Hm. 6, wie viel haben Sie dabei? Alle 20? Ja, müssten da sein. Gut, also vergnügt euch an seinem Tisch. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ja. Es war sehr wertvoll. Vielen Dank, Herr Professor. Danke für die Einladung. Danke.